Reparatur bekommen hier aus dem kalten Werkzeugschuppen. Ja, heute habe ich mal wieder ein bisschen was Spirituelles vor mit euch. Ich wollte euch diesen 6-Ämter-Tropfen hier vorstellen. Und wie ihr im Videotitel lesen könnt, mache ich da noch einen kleinen Cocktail draus. Ich hatte ja neulich mal, also für mich letzte Woche Sonntag, das Video Cola Leonis abgedreht. Das habe ich bislang noch nicht veröffentlicht, darum kann ich dann noch nichts zu erzählen. Ich werde mir nur noch einen Cocktail einfallen lassen. Ich war sogar ganz clever. Ich habe mir hier, glaube ich, 25 Cocktailrezepte aus dem Internet ausgedruckt, die ich alle mal machen wollte, oder die meisten machen wollte. Aber zu denen, ich hatte leider vergessen einzukaufen. Und darum kann ich die mal alle Cocktails im Prinzip nicht machen, weil ich mindestens eine Zutat fehlt. Und irgendwie sowas wie 6 Ämtertropfen mit Red Bull oder mit Cola, das brauche ich ja nicht zu machen. Gerade auch selber beleidigt, egal. Aber wie Orangensaft in 6 Ämtertropfen reinzukippen, lohnt sich ja auch nicht. Ja, habe ich mir selber was einfallen lassen. Und wie ich zu diesem 6 Ämtertropfen gekommen bin, könnt ihr euch sicherlich denken, wenn ihr andere Videos auf meinem Kanal geguckt habt. Ich hatte im Sommer ein riesiges Schnaps vom Loop und ungefähr 400 Flaschen Schnaps gekauft. Die verkaufe ich einzeln über eBay weiter. Wenn ihr selbst daran Interesse habt, schreibt mich hier bei YouTube in die Kommentare. Schreibt mir bei YouTube in die Kommentare, dass ihr Interesse an irgendwas habt, ich werde euch gleich nochmal das ganze Konkurs einblenden. Hier auch auf Instagram oder Twitter anschreiben. Ja, die könnten wir am besten können wir das so regeln, weil wenn ich das über eBay verkaufe, muss ich Provision und Steuern bezahlen, dann brauchen wir alles nicht zu sein. Ich habe keinerlei Gewehr belaufen, also warum soll ich dann eben mehr besteuert? Warum bezahlt? Das lege ich nicht ein. Da schließt sich mir der Sinn auf. So, 6 Ämter drauf. Die Flasche. Markant, es gibt so eine Flasche, die gibt es überhaupt nicht noch ein zweites Mal, noch nie gesehen. Auch in den gesamten 400 Flaschen nicht normal vorhanden. Erinnert mich immer noch an Siburin Haarwasser. Kennt ihr Siburin Haarwasser? Benutzt ihr das? Habt ihr das mal benutzt? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Siburin Haarwasser kennt, benutzt oder benutzt habt. Tut wohl seit 1895. 6 Ämter Tropfen, würziger Kräuterlikör. 1895 ist er vom Pharmazeuten. Gottlieb Vetter zu Wunsiedel. Der hat das Rezept 1895 gemacht. Der war übrigens Pharmazeut. Der Name 6 Ämter Tropfen kommt daher, weil er aus dem 6 Ämter Land kommt, aus dem Fichtelgebirge. Das Geheimnis seines Geschmacks beruht auf den Extrakten von Kräutern, Beeren und Wurzeln des Fichtelgebirges. Angeblich ein unverkennbar herber, würziger Geschmack. Im Jahre 2001 ist 6 Ämter Tropfen in das Sortiment des Spirituosenhauses Schwarz und Schlichte übergegangen. Schlichte Urbrände habe ich auch mal in meinem Konvolut gehabt und verkauft. 33 Volumenprozent hat das gute Zeug hier. Seinen Geschmack erhält er durch Auszüge aus Heilpflanzen, Beeren und Wurzeln. Die Frucht der Eberesche, die Vogelbeere. Seit 2008 gibt es auch 6 Ämter Waldbeerenlikör mit einem Volumenprozent von 28%. Und die Kunstfigur Webermax des bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt trinkt gerne 6 Ämter Tropfen. Ja, bei Fragen wikipedia.de. So, ich zeige euch jetzt einfach mein großes Schnapskonvolut. Beste Methode, euch mein riesiges Schnapskonvolut einzublenden, wer noch Schnaps braucht für Weihnachten. Ich habe hier die idealen Weihnachtsgeschenke stehen. Guckt mal bei eBay, Link in der Videobeschreibung oder fragt mich bei Instagram oder Twitter oder hier in den Kommentaren. Ich habe so viele tolle Schnäpse hier. Das ist ein Weißwein von 1984. Ein Aprikot-Likör habe ich hier noch. Hier ist noch ein 87er Weißwein. Ein schöner Marillenlikör, das Zeug ist ja auch nicht billig. Einen wunderschönen Jubiläumskornbrand zum Beispiel. Dann habe ich hier hinten noch so etwas ähnliches wie Julischka. Ich habe hier einen 1990er Rotwein. Bordeaux Supérieur. Von der Firma Weiß, einen Topinambur-Schnaps. Wer noch Kräuter braucht, ich habe hier einen Kräuterlikör, Alpgeist-Likör, hat 50% Alkohol. Hier nochmal in der Geschenkbox. Einen schönen Bananenschnaps habe ich hier noch stehen. Hier habe ich noch eine Literflasche Doppelkorn. Einen schönen Ananas-Joghurt-Likör, ich finde die Flasche hammermäßig schön. Und hier geht es dann noch mal weiter zu meinem Glück oder Pech, wenn man so nehmen will.
Ich habe hier noch ein paar Flachmänner Wodka stehen, dieses Sven van der Münden, eine tolle Flasche. Hier habe ich noch Ihnen nochmal eine Geschenkverpackung. Für die Leute, die gerne kegeln oder bowlen gehen, hier habe ich noch einen schönen Kräuterschnaps. Da ist noch Weißwein von 2017 und 2010 meine ich. Dann habe ich hier noch mehr Weißwein, einmal noch 6 Flaschen Weißwein, 6 Flaschen Rotwein und ordentlich Tabasco. Wie gesagt, wenn ihr was davon haben wollt, schreibt mich einfach an bei Instagram, bei Twitter. Könnt ihr auch bei eBay machen, wenn es nicht anders geht. Wie gesagt, bei eBay habe ich 80 Auktionen ungefähr laufen mit Schnaps. Ich habe auch noch mehr, auch alles andere, was nicht inseriert ist, soll verkauft werden. Ich habe bloß keine Lust und keine Zeit, das alles zu inserieren. Das ist einfach eine Arbeit für Bescheuerte und ich kann es einfach besser selber saufen. Was ich auch wieder zum Anfang an vergessen habe zu erzählen ist, ich habe es wahrscheinlich schon eingeblendet im Video, Alkohol ist natürlich tödlich, Alkohol ist ungesund, trinkt bloß kein Alkohol, anstatt Alkohol zu trinken, abonniert lieber meinen Kanal, liked meine Videos, teilt meine Videos mit euren Freunden, ist besser als Alkohol zu trinken, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Alkohol zu trinken, außer vielleicht zu rauchen, beides absolut ungesund, uncool, einfach scheiße, nicht machen. Man riecht natürlich, riecht nach Kräutern. Ich weiß, wonach es riecht, aber ich kann es nicht, weiß, mir fällt es jetzt nicht ein. Verdammte Scheiße. Riecht ein bisschen wie Löwentor von letzter Woche. Oder von neulich. Eigentlich ist der Löwentor ein Kräuterbitter und das hier ist ein Kräuterlikör. Es riecht auch leicht süßlicher, ein bisschen wie Jägermeister. Das mal wieder zu. Die Flasche ist auch schon fleckig. Ich weiß nicht, wie alt diese Flasche hier ist. Ach, ich hätte mir das gar nicht ausdrücken müssen. Das steht alles hier hinten drauf. Würziger Kräuterlikör. 1895 schuf Gottlieb Vetter zu Wunsiedel das Rezept für den Sechsämtertropfen. Seitdem wird er nach Originalrezept hergestellt. Das Geheimnis seines Geschmacks beruht auf den Extrakten von 25 Kräutern des Fichtelgebirges. 6-Ämter-Tropfen schmeckt unverkennbar würzig herb. Bitte gut gekühlt servieren. Wird immer noch in Wunsiedel hergestellt. Zumindest diese Flasche hier. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Die kann auch 30 Jahre alt sein, die Flasche. Glaube ich zwar nicht, dass es so alt ist, aber... So ungefähr... Ja, ich weiß, die Flasche hat sich nicht verändert, soweit ich es gesehen habe. Riecht ganz mild, riecht fast gar nicht. Riecht fast schon wie ganz normaler Kräutertee. Ich probiere das jetzt einfach mal. Huch. Der ist aber wirklich mild. Nee, das muss ich sagen. Also das hätte ich jetzt wirklich. Also nach dem anderen Zeug, was ich so sonst schon getestet habe, hier ist das wirklich unglaublich mild. Das ist ja schon fast. Ich kenne mich leider mit Kräutern nicht aus. Es schmeckt ein Kraut, schmeckt da ganz doll raus. Ich kann es bloß nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie es heißt, ob es die Vogelbeere ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Kräutern nicht aus. Zumindest nicht mit denen, die in Bäumen wachsen. Ich kenne Kräuter halt nur aus der Flasche. Nein, aber irgendwas schmeckt da ganz stark raus. Ob das Zimt ist oder Anis ist, könnte Anis sein. Ich weiß es nicht. Ja, man kann den ganz gut trinken, muss ich sagen. Also kann man gut trinken, sollte man natürlich nicht, ist natürlich ungesund. Nee, aber ich muss sagen, das schmeckt gut. Da hätte ich jetzt wirklich was ganz anderes erwartet. Ich dachte auch, ich habe auch bis vorhin nicht gewusst, dass es ein Kräuterlikör ist. Ich dachte, es wäre auch ein Kräuterbitter. Aber nein, es ist ein Kräuterlikör. Ja, stimmt, riecht auch aus der Flasche ein bisschen wie Sankt Hubertus-Tropfen. So mal, daher kommt mir der Geruch so bekannt vorher. Ja, nee, also den finde ich ganz interessant. Also gut, dass ich den gekauft habe. Den kann man übrigens heute noch kaufen, habe ich ja schon mehr oder minder erzählt. Ich glaube, die Flasche kostet knappe 10 Euro. Also teuer ist der jetzt auch nicht. So, letzte Woche hatte ich ja den Cola Diolus gemacht. Ein Kräuterbitter, einen herben Kräuterbitter mit süßer Cola vereinigt. Nun mache ich das mal andersrum. Diesen süßen 6-Ämter-Tropfen, der wirklich einen süßen Geschmack hat. Mit
Bitter Lemon vermischen. Ich habe jetzt hier noch geschätzte 15, weiß ich, 1,5 Zentiliter, also 15 Milliliter ungefähr drin, können auch 20 sein. Ich werde jetzt die gleiche Menge nochmal an Bitter Lemon von Aldi additieren. Jetzt sieht es aus wie vergorene Pisse. Man riecht beide Getränke raus. Schmeckt aber interessant, muss ich wirklich sagen. Schmeckt gut. Ich bin eigentlich kein Bitter Lemon Freund, aber das ist. Schmeckt mir wohl. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingscocktail ist, was ihr sonst so gerne trinkt und welche Cocktails ich mal vorstellen sollte. Wie gesagt, ich habe hier eine schöne Liste. Ambor, 2 Zentiliter Kräuterlikör, hier steht Averna, Wodka, Bitterorange und Ginger Ale. Das werde ich mal nachmachen, weil Wodka, Kräuterlikör und Bitterorange habe ich da. Ich muss nur das Ginger Ale kaufen. Das ist ja nicht so teuer, da kriegt man ja auch 59 Cent so eine Pulle. darum kann ich den ruhig mal nachmachen, da habe ich keine Unkosten. Averna Silver, Kräuterlikör, Läuterzucker, Zitronensaft, Grapefruit und Salbei, das habe ich nicht. Blue Herbal, Averna, Johannisbeersirup, Zucker und Thymian. Bunny Rabbit, sind die da hier, Bunny und Rabbit? Gin, Zuckersirup, Zitronensaft, Karottensaft, Kräuterlikör und Salz. Und die Krönung, Schokomilch, Kräuterlikör und Karamellsirup, das ist ja ekelhaft. Flying Hirsch, Jägermeister und Red Bull, voll Teufel. Den wollte ich eigentlich mit euch heute machen. Giordano Siciliana. Kräuterlikör habe ich ja vorgestellt. Orangensaft habe ich nicht mehr gehabt. Gurke auch nicht und Balsamico auch nicht. Oder ja, man sollte sich halt auf seine Sendung vorbereiten. Gut, das habe ich aber selten gemacht. Ja, was soll ich noch sagen? Das übliche YouTuber-Geblabbel. Like da lassen gerne. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen zu kalt zum draußen heimwerken und dabei noch zu drehen. Das ist alles ein bisschen nervig. Ja. Wieder über ein Like und ein Abo freue ich mich gerne. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Ich habe auch noch eine Amazon-Wunschliste, eine PayPal-Seite. Könnt mir gerne was spenden oder schenken. So Videos auch Arbeit und Zeit und Geld. Von daher, für mich ist auch bald Weihnachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten. Wahrscheinlich, wenn das Video hier online kommt, wird es fast Weihnachten. Für mich am Wochenende 28.11. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, euer Robert.